Hey Leute, der Milo hier. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. In dem heutigen Tutorial dreht sich alles um das Schiene 2.1.5 Update von Native Instruments. Hier sind ein paar neue Funktionen hinzugefügt worden, unter anderem der Auto-Sampler. Dann wurde hinzugefügt ein Auto-Backup. Ihr könnt jetzt Sounds mit Samples zusammen abspeichern. Und die Maschine ist VST3-fähig. Was nicht im Update enthalten ist, sind die Chord-Inversions. Die sollten eigentlich kommen mit diesem Update, wurden aber rausgelassen. Warum auch immer, das müsst ihr Native Instruments mal fragen. Die werden sicherlich noch kommen. Im Moment sind sie leider noch nicht hinzugefügt. Es gibt noch ein paar weitere Neuerungen. Die findet ihr hier in eurem Native Access-Modul. Da könnt ihr mal gucken, da sind noch ein paar Probleme gefixt worden, beziehungsweise Sachen entfernt worden. Downloaden könnt ihr euch das Update ganz normal über euer Native Access Center. Und ich würde sagen, alles Weitere schauen wir uns jetzt direkt mal an. Starten wir auch gleich los mit dem ersten Punkt, dem Auto-Backup. Das ist eine ganz sinnvolle Lösung. Wenn euch das Programm mal abstürzt, dann könnt ihr das, wie ihr das viele vielleicht aus anderen DAWs, unter anderem auch Ableton kennt, wenn euch das Programm abstürzt, dann könnt ihr die letzte Version vor dem Absturz wiederherstellen. Wenn ihr das nicht möchtet und das umgeht, dann stellt ihr euch die letzte selbst gespeicherte Version von euch wieder her. Das Ganze findet ihr hier unter den Maschine. Referenzes und dann habt ihr das hier schon Automatic Backup. Da macht ihr ein paar Häkchen rein oder raus, je nachdem wie ihr das haben möchtet. Und schon seid ihr da safe. Die zweite Neuerung ist, ihr könnt jetzt Sounds mit den entsprechenden Samples speichern. Das geht ganz einfach. Ihr habt jetzt hier einen Sound und wollt den mit dem Sample speichern, dann geht ihr hier auf Save with Samples. Ja. Dann zeigt ihr euch einen Ordner, wo ihr den speichern könnt. Ihr könnt jetzt da drauf klicken, dann geht bei macOS der Finder auf. Ihr habt hier einen Default-Namen, ja, den könnt ihr ändern und gehen und abspeichern tut ihr euch das Ganze dann unter den Sounds, je nachdem wie ihr das eingestellt habt. Ich lasse das jetzt mal, nur dass ihr es mal gesehen habt. Die dritte Neuerung ist der Auto-Sampler. Das zeige ich nur ganz kurz, weil das ist sehr umfangreich und dazu würde ich euch gerne nochmal ein extra Video zeigen. Ich gehe da jetzt nochmal ganz kurz drauf ein. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Geht über euren Controller oder auch über die Software, das ist egal. Ich wähle jetzt hier mal Synthesizer aus. Nehme jetzt da hier mal den FM8. Nehme jetzt mal hier den Violin-Sound. Lade den rein. Geh auf das, geh mit Browse raus, geh aufs nächste Pad, geh dort auf Sampling. In der Software geht ihr hier einfach auf den, das Sample-Zeichen. Dann habt ihr hier wie gehabt eure Ansicht in der Software, beziehungsweise auf der Hardware. Ich zeige euch das jetzt gerade nochmal in groß, damit ihr das besser erkennen könnt. Und dann geht ihr hier unten auf Auto, dann geht ihr auf die nächste Seite. Internal, ja, und ihr wollt ja die Violine aufnehmen und dann seid ihr eigentlich schon startklar. Ihr könnt noch ein paar andere Einstellungen machen, hier zum Beispiel die Stride, also wie ihr das Ganze verteilen wollt über die Klaviatur. Aber wie gesagt, da mache ich ein extra Video zu. Wir lassen das jetzt einfach so, wie es ist. Ihr könnt da noch ein paar Feinheiten machen. Wir lassen das jetzt einfach so, dann drückt ihr hier einfach auf Start. Wenn ihr fertig seid, braucht ihr nichts machen. Macht er aus der Auto-Sampler, macht er alles automatisch. Geht ihr hier aus dem Sampling wieder raus. Das könnt ihr euch dann hier anschauen im Sampler. Hat euch die C3 gesampelt. Wenn ihr jetzt hier auf Pad Mode geht, Keyboard. Hört sich das so an. Und wenn ihr den Original-Sound hören wollt, macht ihr hier wieder raus. Geht auf den Original. Dann könnt ihr hier wieder ein Keyboard machen. Kleiner Unterschied ist hörbar, aber so könnt ihr das schnell samplen. Wenn ihr mit anderen Leuten zum Beispiel Projekte teilen wollt oder Sounds teilen wollt, die nicht den gleichen Synthi haben wie ihr oder einfach Prozessorleistung sparen wollt, wie gesagt, mache ich nochmal ein extra Video zu. Dann kommen wir zum letzten Part. Dazu muss ich Ableton Live
gerade öffnen. So, hier habt ihr jetzt VSC3-Ordner. Da habt ihr jetzt ein Native Instruments drin. Und siehe da, ihr könnt jetzt die Maschine als VSC3 laden. Das ist ein paar Einschränkungen unterworfen. Da möchte ich jetzt auch nicht im Genauen drauf eingehen. Das könnt ihr in der Beschreibung nachlesen. Im Moment gibt es da noch Einschränkungen, die werden jetzt nach und nach behoben, so dass ihr das genauso nutzen könnt, wie ihr vorher eure VST2-Version genutzt habt. Ich habe gehört, schon auch von anderen Usern, da gibt es wirklich ein paar Probleme, auch gerade unter dem neuen Apple M1 Prozessoren. Da läuft das nicht ganz so, wie man sich das vorstellt. Unter anderem werden MIDI-Befehle nicht so mitgeteilt. Native, wie gesagt, hat da eine ganz große Litanei, was da läuft und was nicht läuft. Da schaut ihr einfach mal in der Beschreibung nach und da findet ihr das, was ihr braucht. Was ein bisschen schade ist, ist, dass die Chord-Inversions nicht implementiert worden sind, warum auch immer. Wird seine Gründe haben. Da könnt ihr einfach mit euren Chords noch mehr Variationen erstellen und die Noten anders über die Klaviatur verteilen lassen, so dass sich das Ganze einfach ein bisschen besser und musikalischer anhört. Aber wie gesagt, wenn es rauskommt, dann mache ich dazu nochmal ein extra Video. Das gucken wir uns dann da nochmal an. Ich hoffe, damit konnte ich euch das neue Update ein bisschen näher bringen, die Features ein bisschen zeigen. Im nächsten Video befasse ich mich dann ausgiebig mit den Funktionen von dem neuen Autosampler. Da gehe ich dann genauer auf die einzelnen Funktionen drauf ein. Und wenn ihr noch irgendwelche Anregungen und Wünsche habt, dann könnt ihr mir das gerne mitteilen oder schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr das Video gut fandet, dann lasst mir doch bitte ein Like da. Wenn ihr den Kanal generell gut findet, dann lasst mir doch bitte ein Abo da und vergesst nicht auf das Glöckchen zu drücken, denn dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Wir sehen uns im nächsten Tutorial, euer Milou.